Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sims. Die Sims 4, der 100 Baby Challenge. Und Jess macht etwas gegen die Kilos. Yes, sie geht joggen. Das erste Mal in ihrem Leben geht sie joggen durch die Nachbarschaft in Oasis Springs. Und hört schon wieder auf, oder was? Faule Socke. Lauf, 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 lauf. Huch. So war das nicht geplant. Ich wollte schon bei dir bleiben. Lauf, Jess, lauf. Kampf gegen die Kilos. Aber gut, ich meine, wer jetzt schon 7 Kinder auf die Welt gebracht hat, ne? Das ist ja kein Wunder, dass man da zunimmt. Wo überlegt, wie schlank sie am Anfang war. Das war schon über. Ich wusste schon, warum ich sie so übertrieben schlank gemacht habe. Ich wusste, es ändert sich. Ich wusste es, ich wusste es. Na, schon fertig? Nö. Oh, jedes Mal drehst du dich weg von mir, sag mal. Magst mich nicht, ne? Kann das? Oh, diese schönen Kakteen. Warum gibt es die Pflanzen nicht im Baumodus? Ja, die auch nicht. Oh, ihr seid schon wieder von der Schule zurück. Jo, hi. Da ist unser Haus. Hier steht er einfach mal so da und denkt euch so, jo. So, sie denkt sich auch, sie ist jetzt schon fertig. Nö, 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 du gehst jetzt noch ein paar Runden schwimmen, alle. So, so haben wir hier nicht gewettet. Energiegeladene Runden schwimmen. Auf geht's. So, Leute, was mit euch? Was ist los mit euch? Oh. Du brauchst Spaß. Okay, du kriegst Spaß. Ihr müsst ja Fähigkeiten aufbauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr schaut euch einen Film an. Warum setzt du dich dazu nicht hin? Hä? Warum stehst du jetzt auf? Du stinkst, wie wär's denn mit einem Duschen. Was mit dir? Was ist mit dir kaputt? Du spielst Seeungeheuer. Oh, du warst scheinbar auch gerade schwimmen. Bio, bio, bio. Bio. Aber dein Spaß ist eigentlich optimal, Schnecki. Wie wär's mal mit Hausaufgaben, hm? Ja, ich weiß, nicht so toll, ne? Du duschst hier? Und du brauchst Spaß? Was machst du denn mal für den Spaß? Du Nerd, du? Schwierig. Du könntest auch mal mit aktuellen Filmen sehen, vielleicht? Und du genauso? Weiß es nicht. Dir geht's eigentlich soweit wieder ganz gut. So, dann mach mal deine Hausaufgaben, bitte. Die anderen Bilder kann ich ja... die kann ich ja eigentlich so verkaufen. Weil... die brauchen wir ja nicht mehr. Ah, Kralib Sebar. Kompi Sawa, Kulumba Borba, and Zabi. Tella! Meins. Oh, jetzt ist sie kokett. Amy. Gott, was ist mit dir los? Du denkst dir auch so, Alter, ich bin's. Nee, jetzt wird keine Torte gegessen. Nee, nee, nee. Nee. Kannst dich mal mit deiner Tochter unterhalten. Ja, kannst dir zum Beispiel mal bei den Hausaufgaben helfen. Wie wär's denn, hä? Du darfst dich auch setzen dazu. Nein, du willst dich nicht setzen? Du siehst ja nicht mal, was sie da macht.
Okay, scheinbar sieht sie jetzt doch. Sehr selbstsicher. Charisma. Okay, alles klar, alles klar. Beste Freunde geworden. Du kannst jetzt auch Hausaufgaben machen. Verkaufe ich auch mal. Okay, und du? Auch bitte. Ich würde jetzt mal auf zu plaudern, sonst würde ich hier nie was. Das wird hier sonst ja nie was. Seid alle schön am Hausaufgaben machen. Oh, wie brav. Huch. Die kommen jetzt alle in die Küche dazu. Why not? Wir kochen mal was. Und zwar... Nee, warte mal, das sind wir jetzt Level 10. Ein Gourmet-Menü zubereiten. Wir sollen... Ja, gefrittiertes Gemüse ist doch schon mal cool. Mach mal einfach mal. Sehr gut gemacht. Zusatzaufgaben, bitte. Schaut sie sonst aus? Oh. Brauchst keine Zusatzaufgaben. Du solltest irgendwelche Fähigkeiten lernen. Geh mal unten schwimmen. Du. Geh mal mit unten schwimmen. Bitteschön. Du. Du warst fertig, ne? Du schaust mal einen Comedy-Kanal. Comedy. Weil du brauchst die Comedy-Fähigkeit, weil das passt ja zu dir. Du isst dann erstmal was. Genau, so ein paar frittiertes Gemüsegedöns. Und danach tust du Programmieren üben, weil das dann passt zu dir. Tessa, du isst dann auch mal was. Und jetzt muss ich nochmal kurz... Ah ja, tanzwütig. Du lernst tanzen. Du tanzt. Passt doch. So. Und du? Du gehst dann erstmal auf die Toilette. Wie ein Champion pieseln, bitte. Wieso tanzt du denn jetzt? Weil ich dachte, du sollst den Comedy-Kanal schauen. Schau die Comedy-Kanal. Ihr sagt ich, sie soll dann tanzen. Nicht zu dir. Unwohl. Was ist denn los mit dir hier? Schwimmt um die... Wie ein Weltenbrüll. Um die Wette wollte ich noch sagen. Mann, was ist denn hier los? Könnt ihr nicht irgendwie interagieren? Ihr könnt hier auch euch nass spritzen. Und ihr könnt, glaube ich, echt beim Schwimmen ganz normal reden. Nass spritzen, hallo? Du bist dann fertig. Sehr schön, sehr schön. Go on, Janie. Da-da-da-da. Oh, das ist scheinbar leer. Ups. Auch leer? Nö. Ja, dann geh doch raus. Oh, jetzt habe ich das weggeschmissen und das war nicht leer, oder was? Boah, hä? Komm hier jetzt her. Komm hierher. Ihr habt schon wieder eure Hausaufgaben nicht mitgenommen. Was soll das denn? Es klingelt.
Mit dir. Ritternacht. Ja, nee, grad nicht. Weil ich möchte reisen mit Marcel Roth. Ich hoffe, du hast noch Zeit, Marcel Roth. Und dass die Kids hier mal nichts anstellen, wenn ich mal weg bin. Oh Gott, das sind doofe Punkte. Marcel Roth, wir reisen. Wir reisen, wir reisen, wir reisen. Jetzt wollen es dann nicht. Mal nach Windenburg. Wohin reisen wir? Reisen wir mal zu den Klippen. Ja, ich würde sagen, wir reisen mit ihm zu den Klippen. Ich muss doch meinen nächsten Vater, potenziellen Vater, besser kennenlernen. Ne? Musik? Frage ihn mal nach Karriere, aber ich glaube, ich weiß ja, dass du Polizist bist. Phineas? Fable. Sneebs. Ja, sag ich doch, Polizeiwache. Kennenlernen. Pujing. Quixi. Dazidoba. Erstmal wieder ein bisschen Honig ins Maul schmieren. Doi. Borbitanehe. Tuma. Quisab. Fotos teilen, glaube ich, auch nicht ganz gut. Who's like Jeff now? Oh, ich habe, glaube ich, das gerade schon mal gehabt. Pator. Phineas. Er ist ein Bro. Was geht ab, Bro? Venorba KBC Bo. Oh, Quapple. Muscle. Muscle. New Beam. Ifla. Ida. Oh, Ratisch. Jim Wibsy. Ratschen. Tiefgründig. Huh? Über Kochen reden? Oh, Bajifuna! War klar, dass das jetzt voll ist. Brink of Lenobo! Neves! Ja, Marcel hier ist übrigens aus der Gruppe, von jemand aus der Community erstellt. Das könnt ihr jederzeit auch gerne machen. Einfach in die Sims 4 Galerie hochladen. Mit in der Beschreibung mit dem Hashtag Mann für Chess. Und dann finde ich die auch und lasse sie in meine Nachbarschaft einziehen natürlich. Ästhetik beschreiben. Oh, ich würde dich so gern malen, Marcel. Wärst du so ein tolles, perfektes Model. Ja, manchmal. Man muss mir nicht beim Reden zuhören. Oh, es ist einfach zu warm zum Denken. Zu warm für alles. Witz über Enten. Gib mir mal ein paar Kochtipps. Hallo? Schmeicheln? Bleibst du gefälligst da? Glaubst du es? Yay, boo, Cruz. Oh, no. So, Kompliment. Ich bin Orf. Amen. Capsuleturib. Und ich denke, jetzt können wir mal fragen, ob er Single ist. Siwa Kimba? Pator. Und vielleicht mal ein Kompliment machen. Unga. Oh, du musst pieseln. Dann geh doch in den Busch. Tuga? Oh. Geht's denn jetzt hin? Hallo? Kiorba. Bayumo. Ist denn jetzt kaputt? Hallo? Glaub's ja. Kannst du mal flirten, bitte? Ich weiß ja, du musst pieseln. Aber ist das nicht schön hier? Mann, austauschen müssen wir natürlich auch mal. Ich hab dich zwar überhaupt nicht angerufen, um zu fragen, ob du mit mir herkommst. Auch gut. Und? Oh, er mag mich. Er mag mich. Beziehungsweise er mag Chess. Nein, du machst jetzt kein Nickerchen. Jetzt lass ihn mal pieseln. Gehst du denn hin zum Pieseln? Ich folg dir mal unauffällig. Folge ihm mal unauffällig. Da hinten ist, glaube ich, ein Busch, ne? Da geht er jetzt rein zum Pieseln. Schau doch keiner hin. Nein, nein, nein. Dieses Pieselgeräusch.
Hui, da hat aber jemand... Schau mal, ich habe überhaupt nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Guck. Halt, wo gehst du denn jetzt wieder hin? Nein. Komm runter. Du bleibst jetzt da. Du bleibst jetzt da. Hm? Yep, Smazi. Aha. So, terrific. Dreh mal die Hände küssen. Wieso? Gemeinsam ein Foto machen. Oh ja. Eine Rose anbieten. Oh. Erma Kapuma? Andi! Was? Hey, ich bin Zarkini. Knuddel. Elefoy. Tumba. Suna. Pujing. Wachuni. Substitol. Smile, Madish. So. Hey. Nobi. Grabix up here, Zarkini. Nobi. Yeah. Welcome. Dann machst du mal einen mutigen Anmarsch. Hey. Ah, na, bin's la. Oh, voll ins Herz getroffen, was ich gehört habe. See what, Kimba? Und stell mir meine schlüpfrige Frage. Super. Nochmal Kompliment übers Aussehen. Sabe de Bau. Yay, boo, crude. Oh. Wieso sind eigentlich jetzt die ganzen anderen Interaktionen weg? Nochmal knuddeln, bitte. Deck. Etwas hauchen. Gnad Vanusa. Ja, nix jetzt hier schlafen. Oh, Shazzle. Oh, komm, erst ein kurzer Leben. Slava Durai. Morit. Love of Canathorn. Durai, gestehe dich angezogen zu fühlen. Pomeray Bahira. Mazi. Wagabay. Oder kämpferisch flüstern. Arogaba. Nein. Puima. Ich bin auch müde, aber nein. So geht das nicht. Bitten abzuhängen erstmal wieder. Oh. Ich weiß, ich bin auch müde. Aber es muss gemacht werden. Ich habe eine Challenge zu bestreiten. So ist das nun mal. Wange streicheln. Oh. Waxa. Wie er in meinen Händen zerfließt. Können wir noch machen, ja, ewige Liebe erklären, okay. Passt eigentlich überhaupt nicht zu mir, aber Hauptsache ein bisschen Süßholz raspeln. Ich könnte schon längst, aber... Verführerisch flüstern, ist auch so süß. Ach, na, komm jetzt. Aber bitte nicht in den Busch, wo du reingepinkelt hast. Hey! Ihr geht wirklich in den Busch, wo du reingepinkelt hast? Das ist dein Ernst? Ih, der stinkt doch. Leute, wie eklig seid ihr denn? Das ist ja nicht so, dass noch ein paar Büsche hier stehen. Da hat er reingepieselt. Hallo. Okay, ich sage nichts dazu. Ich sage jetzt einfach mal nichts dazu. Uiuiuiui. Ja, jubu. Wow, das ist aber ein ziemlich langes Feuerwehr. Hallo. Ekliger Busch. Hallo, ist das Feuerwerk jetzt mal vorbei? Aha. Bin Koya.
Nein, hallo, stopp. Nein. Hört doch mal auf das, was ich hier will. Ey, seid ihr ganz schön müde, ne? Wo läufst du denn jetzt hin? Oh, nee, ich bin zu müde zum zusammen nackt baden. Oh, ho, ho, ho. Nochmal geküsst, nochmal flüstern. Fuba. Oh, die sind echt süß zusammen. Verstehen sie echt gut. Jekla! Geht jetzt bitte in den anderen Busch, ja? Ich bitte euch einfach. Sensibi, Blaine. Nein, ihr geht wieder in den ekelhaften Busch. Okay, alles klar. Ich spule jetzt mal ein bisschen weiter vor. Weil ich möchte ja noch nach Hause und gucken, ob es noch Früchte getragen hat. So, der Stinkebusch. Aber immerhin schon wieder Feuerwerk. Wow. Also bei euch läuft scheinbar. Oh, jetzt hat der Busch aufgehört zu stinken. Gut, wir haben jetzt die halbe Nacht durch. Ich reise mal nach Hause. Tschüss. Gott, oh Gott, oh Gott, die fällt gleich oben. Nein. Tschüss, nicht umfallen. Wie lange nehme ich schon auf? Oh Gott, die Zeit. Die Zeit ist doch schon wieder rum. Warum vergeht das immer so schnell? Ah nein, ich möchte jetzt wissen, ob ich schwanger bin. Und dann werde ich Schluss machen für heute. Ich werde es wissen. Ich hoffe einfach, dass alle natürlich nicht im Bett sind. Okay. Mach mal deinen Schwangerschaftstest. Was ist denn mit euch los, Leute? Ehrlich. Ist mir jetzt egal. Nee, ihr geht alle noch mal ins Bett. Los. Los. Es ist 4.40 Uhr. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Und? Aber natürlich hat es geklappt. Yeah, da kannst du auch ins Bett. Und ich verabschiede mich für diese Folge. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge der 100 Baby Challenge. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und folgt mir auch gerne auf Twitter unter simsprojekte.de. Würde mich riesig freuen, euch auch dort, sehen zu dürfen, sehen zu können. Wie auch immer, whatever. Was rede ich hier? Also dann, tschüss!